Warum erheben sich die Armen nicht gegen ihre Unterdrücker? Ich habe das nie verstanden. Schießt du gleich aus? Für die Ausrüstung bekommen wir eine Menge. Bald wir sie da rausgeschnitten. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ich kümmere mich darum. Schon gut, schon gut. Wen ihr auch sucht, ich bin's nicht, ganz bestimmt. Wer seid ihr? Ihr seht nicht wie eine Wache aus und das ist keine offizielle Uniform. Oh, ihr sucht eine Möglichkeit, Geld zu verdienen? Dann habe ich vielleicht etwas für euch. Insbesondere, wenn ihr an der Oberfläche ein paar Verbindungen habt. Menschenkönige, müsst ihr wissen, machen völlig hirnrissige Gesetze. Zum Beispiel, wer Lyrium kaufen und verkaufen darf, dieses heilige Geschenk des Steins an uns. Kein Gesetz sollte das regeln dürfen. Die Gesetze sollen die Magier von dem Zeug fernhalten. Deshalb gibt es im Turm des Zirkels immer Abnehmer. Mein Kontaktmann heißt Godwin. Er erwartet eine Lieferung. 15 Pfund. Wenn ihr investieren wollt, könnte ich stattdessen euch das Lyrium verkaufen. Zu einem vernünftigen Preis. 50 Sovereigns. Ihr könnt es behalten oder, weil ihr ungehindert abreisen könnt, Godwin verkaufen. Der wartet ohnehin darauf. Und wenn ihr seine nächste Bestellung bringt, zahle ich euch 20 Sovereigns als Finderlohn. Wie wäre das? Die meisten hier unten geborenen Zwerge sind von Natur aus immun. Andere Rassen sollten nicht zu lange Kontakt mit dem Erz haben. Es geht doch darum, dass Lyrium wertvoll ist. Es kommt nur hier unten vor und die Magier der Menschen können ohne nicht arbeiten. Solange ihr den Blick senkt und den Mund haltet, haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Schuhe polieren. Aber selbstverständlich. Habt ihr eine Münze übrig? Ich habe seit gestern nichts gegessen. Eure Kleidung ist sehr schön. Habt ihr sie von der Oberfläche? Meine Mama sagte immer, an der Oberfläche haben sie keinen Stein, der sie schützt. Wenn ich raufgehe, stürze ich in den Himmel. Nun, mein Papa ging rauf und kam nie zurück. Wer sagt, dass er nicht reingestürzt ist? Stürzt nicht in den Himmel, wenn er wieder raufgeht. Na sowas. Nadesta sieht hier in der Stadt des Staubs nicht oft eine gut angezogene Fremde. Helft ihr einer Verkrüppelten? Ihr seid ebenso freundlich wie schön. Ich schulde euch was, wenn ich wieder auf die Füße komme. Aber die sind leider kaputt. Die wenigsten von euch bringen Geld hier herunter. Vor allem geben sie es nicht her. Wollt ihr einem Laster frönen? Die alte Nadesta kann euch weiterhelfen. Ich bin aber auch eine betrunkene Nack. Ihr seid Rikas kleine Schwester, richtig? Ihr habt für Berat gearbeitet, bevor ihr fortgingt und ein grauer Wächter wurdet. Was zum Staub macht ihr bloß hier?
Ja, ich war eine von Berats Kämpferinnen, bis ein paar neue Wachen einigen Marklingen eine Lektion erteilt haben. Sie brachen mir beide Knie und ließen mich dann eine Stunde im Mist knien, bis ich vor Schmerzen bewusstlos wurde. Es ist nie richtig verheilt. Berat hat mich auf die Straße geworfen, weil ich nutzlos war. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich mal so enden würde. Oh, sicher. Er treibt sich noch herum, allerdings nicht mehr so wie früher, als ihr gemeinsam unterwegs wart und die ganze Nachbarschaft eingeschüchtert habt. Ihr seht aus, als ginge es euch gut. Könnt ihr noch ein bisschen mehr entbehren? Zur Ehre der Ahnen und so. Ihr wisst schon. Ich denke an euch, wenn ich mit vollem Magen zu Bett gehe. Eine milde Gabe für die Bedürftigen. Habt ihr eine Münze übrig, Herrin? Für meinen Sohn. Er ist krank, hat keine sauberen Sachen und nichts zu essen. Und ich auch nicht. Danke. Eine Fremde hat Mitleid, während meine Familie mich so lange nicht mehr aufnimmt, bis ich... Aber nein, daran mag ich nicht mal denken. Der Vater meines Sohnes ist kastenlos und er damit auch. Ich war Minenarbeiterin, aber meine Eltern haben mir das Kastenrecht entzogen und nehmen mich nicht mehr auf. Außer ich setze das Kind in den tiefen Wegen aus und gebe vor, ich hätte ihn nie geboren. Das würdet ihr tun? Aber weshalb? Wirklich? So wie ihr gekleidet seid? Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für meinen Jungen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Aber ich warne euch, mein Vater ist sehr halsstarrig. Er heißt Ordell und ist abends meist in der Schenke. Ich glaube nicht, dass er auf euch hört. Aber ich werde warten, ob ihr eure Zusage einhalten könnt. Für 2 Silberlinge mache ich alles, was ihr wollt. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Schon gut, schon gut. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Wonach sucht ihr? Leuten wie euch verkaufen wir nichts. Oder habt ihr etwas anzubieten? Nun, unser Geschäft ist eher unter der Hand, wenn ihr versteht. Es ist in Orsama verboten, geschützten Handel zu betreiben, aber sie tolerieren es, dass ich Dinge mit meinen Freunden teile. Gegen Geld. Seht's euch doch mal an.
Ihr habt eure Ausbildung zum Templer also nicht gerade genossen? Damit meint ihr wohl mich, richtig? Gibt's hier noch andere, die bei ihrer religiösen Schulung versagt haben? Ich habe nicht versagt. Ich wurde von den Grauen Wächtern rekrutiert. Und wenn ihr nicht rekrutiert worden wärt, was wäre dann geschehen? Ich wäre zu einem sabbernden Wahnsinnigen geworden, hätte die oberste Klerikerin erschlagen und in Unterwäsche die Straßen von Denerim unsicher gemacht. Diese Selbsterkenntnis steht euch gut zu Gesicht. Ich wusste, es würde euch gefallen. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Aber da draußen gibt's noch...